Generalleutnant, in wenigen Minuten haben wir Start, ja, der Rakete zum Uranus. Ja, nicht? Warum haben Sie hier Kerzen aufgestellt? Ja, weil wir gerade Stromausfall haben. Ja, ja. Aber die Rakete... Aber die Station ist in Ordnung, da brennt das Licht. Ja. Sagen Sie, wie lange machen Sie das jetzt schon? 30 Jahre? Ja. Nee, 28. 28, ja. Aber das reicht mir auch. Ja. Ist da Wodka drin? Ja. Ja, was denn sonst? Ja, ja. Aber ich meine, Sie müssen doch sozusagen im Straßenverkehr, ja, darf man keinen Alkohol trinken. Wenn Sie jetzt hier im Weltraumverkehr, ja. Ich fliege doch nicht da hoch. Ja, aber Sie sind verantwortlich für das Ganze. Ja, und? Ja. Kann ich auch. Ja. Ja. Bin verantwortlich. Ja, wer macht den Countdown? Durch Zuruf. Der Countdown läuft seit 24 Stunden. Ja. Meinen Sie, der Countdown fängt so 5 Minuten vorher an? 5, 4, 3, 2, 1, da! Na. Geht der über Lautsprecher oder irgendwie? Ja. Nein, über Elektronik. Aber die sehe ich nicht, weil der Strom ausgefallen ist. Wie geht das jetzt bei der Rakete? Ja, gibt es den Start erst, wenn der Strom wieder funktioniert? Eigene Aggregate, ja. Natürlich. Das wussten Sie schon vorher. Das ist das Große an Ihnen, dass die einzelnen Systeme autonom sind. Völlig. Ja. Ja. Völlig. Denn das ist nur hier meine Baracke. Naja, da kommt gleich wieder der Strom. Ja. Und wie verkehren Sie, wie kommunizieren Sie damit? Gar nicht. Doch, ja. Hab hier ein Dings. Ja. Wenn ich was zu sagen habe, ich habe nichts zu sagen. Das läuft alles seinen Gang. Man sieht, dass alles so läuft, wie es laufen soll. Alles in Ordnung. Ist das eine Hoffnung oder ist es so? Nein, das ist so. Ja. Das, Hoffnung. Hoffnung ist immer dabei. Es kommt, glaube ich, Nebel auf. Ja? Es ist zwischen der Rakete und Ihrem Beobachtungsstand hier ist eine Niederung. Nein, das ist keine Niederung. Das ist auch kein Nebel, sondern eine das Balka. Sind Dämpfe, die jetzt bei den ersten Aggregaten austreten. Das ist völlig normal. Das ist kein Nebel. Waren Sie bei der großen Explosion in Baikonur, als die 120 Wissenschaftler alle umkamen? Sie rannten hin zu der Rakete, die nicht abhob. Ja? Sie war gezündet, hob nicht ab. Ja, ja? Und dann explodierte sie. Ja, ja, ich bin nicht hingelaufen. Ja. Und da läuft man auch nicht hin. Aber die Herren Wissenschaftler, die müssen ja immer sofort irgendwo hinlaufen. Was war die Elite? Ja. Sie sehen, es geht weiter. Hier sind Gäste aus den USA, ja, die das Ganze beobachten. Und zwei aus der Türkei und einer aus Sizilien. Die sind da vorne in dem Beobachtungsbunker. Da brennt auch das Licht. Ja. Ja. Muss ja niemand sehen, dass... hier mit den Kerzen sitze. Das sind mehrere, 7 Generationen von Ingenieuren übereinander gebaut. Ja? Jeder hat wieder etwas darüber gelagert, eingebaut und so weiter. Aber funktionieren tut's. Ja, sicher funktioniert's. Sonst wäre sie ja schon wieder unten. Aber sie ist ja oben. Und wir schicken
alle Jubeljahre halt ein Versorgungsschiff, das dann Reparaturen ausführt. Das ist doch ganz normal. Ich meine, da gibt es schon Verschleiß. Und es gibt vor allem menschliche Fehler. Ihr Vater ist noch im T-34 nach Berlin gefahren. Da in einem T-34. Ja, das war ein guter Panzer, das war ein sehr guter Panzer. Sah es etwa so aus, ja, nicht, wie es jetzt in der Mir aussieht. Ja? Also ein bisschen durcheinander, ja, mehreres überlagert. Und die Mir ist ein bisschen größer. Ein bisschen größer. Müssen Sie sich da schon vorstellen. Und nicht gepanzert. 30, 34 aneinander. Ja. Ja. Und die Mir ist auch gepanzert mit Titan, Meteoriten. Ja. Das ist ja auch nützlich. Aber wenn ein Meteorit direkt treffen würde, würde es durchschlagen. Nee. Also die wichtigsten Bestandteile, also Motoren und so, die sind schon so geschützt, dass ein Meteor so leicht an nichts anrichten kann. Die Mannschaftsräume, gut, die würde es treffen. Aber ist auch schon mal vorgekommen. Dies hier ist jetzt der Kommandostand, das heißt, das ist der Verstand hier. Ach, der Verstand. Der Verstand. Steckt in früheren Zeiten. Ja, eben. Wodka. Großer Opernliebhaber, ja, habe ich gehört, ja, privat. Ja, ja. Ich liebe Oper sehr. Aber nicht Bolschoi-Theater, sondern mehr städtische Oper in Moskau, ja, wo die besten Stimmen sind, ja, was der Herr Ljuschkow gemacht hat. Richtig. Und man sagt, großartige Oper, Sie haben gegen Stimmen. Die Weisung einen ihrer Satelliten ausgestattet mit einem Funkgerät, mit dem sie sozusagen Sibirien beschallen, als Privatunternehmen. Das Aggregat dafür ist, glaube ich, nur 5 Gramm. Fünf Gramm haben sie die Weltraumbehörde Sternenstadt betrogen. Ja? Betrogen, kann ich sagen. Oh. Kleines, ich meine, ich finde das schön, Oper aus dem Weltraum zu hören. Ja. Ja? Und weil das kommt so glasklar rüber. Ja? Das ist so, also wie Sternenmusik. Das können Sie sich gar nicht vorstellen, wie schön das ist, wenn man nachts hier allein sitzt. Man hört das Zirpen des Satelliten und dann kommt, stellt man genau ein und dann kommt. Nee, vor allem, wenn Sie. Ja. Das Licht ausmachen, dann brauchen Sie gar keine Stromsperre, keine Kerzen. Und dann sitzen Sie da in dem dunklen, offenen Fenster und aus dem Weltall kommen diese herrlichen Töne. Ja, und selbst bei Stromsperre, dieses Transistorgerät geht. Ja, ach, das brauche ich doch gar nicht. Das ist eine Verbindung. Nein, das kriege ich über Kopfhörer. Ja. Und wenn, haben Sie es im Kopf? Also das heißt, Sie würden es auch hören, wenn es nicht zu hören wäre. Ja? Das ist das Musikalische. Wahrscheinlich, wenn ich genug getrunken habe, dann höre ich sogar ohne Kopfhörer. Sterne singen, Engel singen. Ja. Die Sterne singen. Ja. Sie werden es nicht glauben, die Sterne singen wirklich. Ja. Das ist so ungeheuer schön, was dort an Geräuschen aus dem Weltraum kommt. Ja. Das ist wie singen. Sterne singen. Glauben Sie an Engel? Nö. Haben Sie außerirdische
mit außerirdischen Kontakt gehabt? Ja. Es hat, soll Klopfgeräusche gegeben haben. Ja? An der schon mehr als nur Klopfgeräusche. Das heißt, Sie wollten eindringen? Die dringen ein, wo sie wollen. Die dringen immer ein. Ja. Ja. Halten Sie es für möglich, dass die hier irgendwie ihre Station besetzen und mit den Raketen zu hantieren beginnen? Und nö, sind nicht gewalttätig? Gar nicht. Und, nee. Aber ich glaube, dass jeder Start irgendeiner Rakete von Ihnen sehr genau verfolgt wird. Denn Sie würden ja gerne wahrscheinlich wissen, wann wir endlich etwas weiterkommen als nur bis zu mir und auch mal zu Ihnen kommen. Wären das Verbündete eventuell, die das Imperium wiederherstellen helfen? Das also das heute schwache Russland, ja, das wie durch Versailles geknechtet da liegt. Ja, nicht? Im Krieg haben sie alles gewonnen und jetzt haben sie alles verloren. Sie waren die Ersten im Kosmos, ja, und jetzt sind sie sozusagen Schrotthändler im Kosmos. Ja. Glauben Sie, dass sie nicht verletzt? Glauben Sie, dass denen das Schicksal des Russischen Reichs im Herzen liegt? Nein, aber Ihnen. Und es könnte doch mir sein, schon, dass Sie so etwas zu bieten haben. Ja? Wir haben denen nichts zu bieten. Was macht die Rakete? Ist sie noch in Ordnung? Steht sie noch? Sie dampft, steht sie dampft, sie kocht. Ja. Es ist jetzt die dritte Stufe gezündet. Ist alles in Ordnung.